Hallöchen, meine Lieben, willkommen zurück bei Portwork Modellbau. Und heute soll es bei unserem Miura weitergehen. Hier das nächste Packel ist gekommen mit den Bauphasen 33 bis 36. Haben wir hier. Es geht in den ersten beiden Ausgaben um die Bremse. Dann in der Nummer 35 geht es um den Kühlmittelbehälter. Der sieht dann so aus. Und in Ausgabe Nummer 36 geht es die seitlichen Spurstangen und der hintere Querstabilisator der Hinterradaufhängung. Sieht dann so aus. Aber ja, wir begeben uns erstmal zu den Ausgaben Nummer 33 und 34. Da bekommen wir die ersten Bremsscheiben und Bremssattel. Und die wollen wir zusammen an unserem Modell, was wir bisher gebaut haben, da. Wir können das erstmal runterholen, anbringen. Da seht ihr es. Das ist bis jetzt der Bauabschnitt der ersten 32 Ausgaben. Und da soll es jetzt hinten an unserer Bremse weitergehen, und zwar mit den Ausgaben 33. Für alle, die das wunderschöne Modell natürlich noch nicht abonniert haben, rate ich das jetzt zu tun. Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr da den kleinen Häkchen da unter dem Bild drückt, da kommt die Beschreibung und da findet ihr den Bestelllink bzw. den Link, wo ihr auf die HZ-Seite kommt, wo das wunderschöne Modell herkommt. Und da könnt ihr den ganz einfach abonnieren und mit uns zusammen schrauben. Ja, ich würde sagen, ihr kommt jetzt dichter und wir legen los mit Ausgabe 33 und 34, 35 und 36 unseres Lamborghini Miuras von Hachette Collections. Meine Lieben, die Bauanleitung habe ich geöffnet. Die gibt es online, genau auf der Bestellseite. Und ja, spart somit Papierkram, finde ich. Und dann legen wir los mit Ausgabe Nummer 33, Bremsscheibe und Bremssattel. Und zwar haben wir hier die zwei Bremsscheiben, die wir so zusammenfügen sollen. Einfach nur zusammenstecken. Jawohl. Damit das Ganze dann eine innenbelüftete Bremsscheibe ergibt. Da seht ihr, innenbelüftet und eine Bremsscheibe. So, haben wir getan. Danach haben wir den inneren und äußeren Teil des Bremssattels. Das ist der innere, der sieht so aus. Und das ist der äußere, sieht so aus. Und zwar nehmen wir uns das Modell so vor uns, damit uns die linke Seite anguckt. Und dann haben wir das innere Teil. Da seht ihr hier so zwei Nupsis oder Penüppel, wie unser lieber Frank sagen würde. Da wird unser Innenteil hier drauf gesteckt. Oder? Ja. Einfach hier so drauf. Einer Nupsi und zweiten Nupsi. Dup, 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 dup. Und zwar so, da seht ihr hier unser Innenteil des Bremssattels. So, darauf kommt unsere Bremsscheibe, passt dann perfekt zu unserem inneren Teil.
Und dann kommt unser äußeres Teil. Haben wir hier noch so einen Nupsi hier dran, so einen kleinen Stift. Und hier ein kleines Löchlein. Na, das sieht man ein bisschen schlecht, aber da ist ein kleines Loch. Der kommt da drauf. Und der Rest auf unsere Bremssattel. Einfach nur drauf gesteckt. Bup, bup, bup. Das Ganze ergibt dann das Bild. Und da seht ihr den kleinen Abstandhalter, den Nupsi. Noch ein Tränen, ja. Kann man drehen. So. Haben wir erledigt. Und das war's mit Ausgabe 33. Dann würde ich sagen, mache ich die Ausgabe 34 schnell hinter der Kamera und melde mich dann mit Ausgabe 35 unseren Ölkühler weiter, weil das ist ja jetzt dasselbe, wie wir gerade gemacht haben. Bis gleich. So, ihr Lieben, ich habe jetzt die zweite Bremsscheibe angebracht, haben wir erledigt, also machen wir weiter mit Ausgabe Nummer 25. Und da bekommen wir Kühlmittelbehälter hinten. Sieht so aus, wunderschön. Kühlmittelbehälter vorne, also das vordere Teil und hintere Teil. Sieht so aus. Dann bekommen wir als drittes ein Verbindungsstück. Sieht so aus. Dann haben wir in der 4 ein Vertikalschlauch. Sieht so aus. Und 5 ein Horizontalschlauch. Sehr schön. Und da sollen wir anfangen, zuerst unseren Kühlmittelbehälter zusammenzusetzen. Der wird einfach nur zusammengesteckt, passt jeweils bloß in eine Position. Hier ist eine kleine Öffnung für den Kühlmittelbehälter Deckelstutzen. Ja, ihr wisst schon. Eine sensationelle Qualität, also finde ich echt, haben die hervorragend hergestellt. Also das sieht wirklich, also wirklich sensationell aus. Faszinierend, würde der Profi sagen. So, dann haben wir hier das kleine Verbindungsstück. Und hier bei unserem hinteren Träger haben wir da seht ihr es, zwei Nupsis. Da kommt das Verbindungsstück einfach nur hier so rein. Haben wir erledigt. So, und dann befestigen Sie den Kühlmittelbehälter am Motor. Beachten Sie das Foto genau, um die Bauteile richtig auszurichten. So, mal gucken, das ist da. Da soll unser Kühlmittelbehälter hin. Und zwar mit dem Schlauch nach hier. Kühlmittelbehälter wird einfach hier so in den zwei Löchern reingesteckt. So, und hier haben wir noch an der Seite ein Loch, wo der Schlauch rein soll vom Kühlmittelbehälter. Und zwar, so sieht das Ganze aus. Da wurde der Schlauch reingespritzt und hier rechts und links war jeweils ein Loch, wo der Kühlmittelbehälter reinkommt. Also das sieht echt faszinierend aus. So, als nächstes haben wir den Horizontalschlauch. Das war der kleine. Oder doch der große? Horizontalschlauch war... Ach, doch der große. So, dann nehmen wir den großen. Müssen auf die linke Seite. Und zwar... Und der seitlich? Ja, der kommt seitlich hin. Der hat hier so solche Führungsnupsis an der Seite. Da seht ihr es. Die zwei Nasen und hier dafür zwei Löcher dafür. Und eins glaube ich noch von unten hier, wenn ich hier das richtig gesehen habe. Ja, ein Loch noch hier hinten am Stoßdämpfer von unten. Da kommt das von unten reingesteckt. Wenn ich ihn denn finde. Er ist halt so schwarz und schwarz. Ja, das ist halt, ja, nicht immer der Böhne. Aber okay, haben wir gefunden. Und dann müssen wir noch hier die zwei
Löcher finden und den Schlauch einfach nur da reinstecken. Ne? Ein bisschen friemlich die Angelegenheit, aber okay, es geht. Oder auch nicht. Schlauch da rein. Schlauch. Wir wollen ja auch nichts abbrechen. Schlauch da rein und Schlauch da rein. Gießspruch ein. Ja, aber der will hier noch nicht so ganz. Gucken vielleicht mit einer Pinzette. Das Ganze immer natürlich hier vorsichtig machen, nicht dass hier irgendwas abgeht am Motor. Ja, der Schlauch will noch nicht richtig, aber das ist nicht so schlimm, da setzen wir dann drauf. Da seht ihr die Pinzette, da wird der Schlauch verlegt. So haben wir getan. So. Bringen Sie den vertikalen Schlauch an die rechte Seite. So, dann nehmen wir die rechte Seite. Der vertikale Schlauch soll. Yep. Mal kurz illern. Soll hier irgendwie an den Auspuff. Das Auspuff. Achso. Auf jeden Fall da rein. Hinten rein soll er. Machen wir das mal. Haben wir hier so ein großes Loch dafür. Sieht man da? Sieht man da? Ja, da ist auf jeden Fall ein Loch. Da wird da reingesteckt. Das ist nur eine Position. Und soll einfach nur hier seitlich angebracht werden. Bringen Sie den vertikalen Schlauch an die rechte, an der rechten Hinterkante des Fahrgestells an und richten Sie die Teile wie abgebildet aus. Also wird da ja auch nicht angeschraubt, da wird einfach nur hier so reingesteckt. Und bleibt mit so einem Abstandshalter da mit den zwei Löchern einfach nur an dem Blech so an der Seite. Und somit haben wir die zwei Schläuche auch angebracht. Okay, das war es dann für Ausgabe 35. Also machen wir weiter mit der Ausgabe 37. So, ihr Lieben, Ausgabe Nummer 36. Wir haben die beiden Spurstangen links und rechts. Übrigens, oh. Sehr geil gemacht, die Schrauben faszinierend nachgemalt. So, dann haben wir die drei Gelenke für die Stabilisatoren, Querstabilisatoren, auch richtig gut gemacht. Und Querstabilisator für die Hinterradaufhängung, der sieht so aus. Praktisch das Stabilstänge. Aber wir fangen an mit der Ausgabe. Mit den zwei Spurstangen. Und zwar zuerst links. So, da haben wir. Gucken, wie das so aufgebaut ist. Ja, also so sieht das schon mal aus. Ja, bin ich richtig genau. Da soll einmal da unten, denke mal, der Stift wird so reingesetzt. Ja. Und hier an der Seite so reingesteckt. Ich mache es mal kurz für mich und zeige euch gleich genau, wie das aussehen muss. Na, jetzt rechte Seite nehmen. Na, ich denke mal nicht. Dann machen wir den halt noch mal raus. So, da haben wir hier an der Seite zwei Löcherchen. Wartet, seht ihr die? Bisschen mit dem Licht hier. Da seht ihr die zwei Löcher. Und da seht ihr hier an der Spitze, da seht ihr zwei Stifte.
Da soll das hier so reingeklemmt werden, da unten in die Führung. Und hier die Stifte einfach nur reingesteckt. Also ich stecke die mal rein hier an der Seite. Und da unten die Führung. Also hier haben wir jetzt an der Seite die zwei Nupsis reingesteckt. Und hier unten in der Führung den das Ende von der Spurstange reingetan. Also reingeführt und hier oben einfach nur seitlich reingesteckt, damit wir unsere Stabilisatoren am Motor haben. Sieht so aus. So, als nächstes sollen wir unser Modell so vor uns legen, unser Stabi-Gestänge nehmen. Das kommt hier in die zwei Stabilisatoren, die wir beim letzten Mal gemacht haben und freigelassen haben. Wird das hier so wie eigentlich bloß reingesteckt. Naja, da haben wir hier drinne solche, sieht man schlecht. Ja, sieht man ein bisschen schlecht. Auf jeden Fall zwei Nasen und die werden hier bloß so drauf gesteckt. Eigentlich dadurch, dass es bloß Plastik ist hier, habe ich da Angst, dass ich was wegbreche. Aber gut, okay, eins ging. Versuchen wir kurz das zweite hier. Ihr seht zwar nicht viel, aber gleich zeige ich euch, was damit gemeint war. Nicht. Hier eine Zange. Nee, aber nicht. Dann müssen wir es noch mal mit den Fingern probieren. Zwar kommt das hier eigentlich bloß mittig rein und es ist abgebrochen. Wusste ich nämlich, dass das passiert. So, mir ist leider jetzt eine Seite abgebrochen, aber auf jeden Fall kommt das dann so hier rein, wie ihr das seht, damit das Stabi-Gestänge sich hier noch bewegt, haben wir. So, und dann wird das Ganze nämlich nach hinten gelegt und mit den zwei Haltern bzw. mit den zwei Gelenken hier befestigt. Da habt ihr hier rechts und links zwei Löcher. Da seht ihr sie, da einmal. Da kommt das Gelenk hier drauf und wird auch einfach nur reingesteckt. Und zwei, damit das Ganze dann so aussieht. Da haben wir die Gelenke reingesteckt und hier befestigt. Die Seite werde ich jetzt mal irgendwo suchen. Die hat das Teppichmonster gefressen und dann irgendwann mal wieder hier dran machen, wenn ich es gefunden habe. Aber das soll es erstmal gewesen sein mit den Bauphasen 33 bis 36. Auch wieder einiges geschafft. Geschraubt haben wir nicht, aber ja, es geht voran. Dann lade ich mir mal die nächste Ausgabe, das nächste Packel runter und wir gucken mal, was in der nächsten Ausgabe passiert. So, meine Lieben, Ausgabe 33 bis 36 sind abgeschlossen. Hier seht ihr nochmal das Ergebnis und zwar alle beiden Bremsscheiben sind dran gekommen. Wir haben rechts und links die Stabilisatoren gemacht. Wir haben die vertikal und horizontalen Kühlerschläuche haben wir angebracht. Wir haben den Kühlmittelbehälter angebracht und wir haben das Stabi-Gestänge hintenrum angebracht, wo mir leider hier die eine Nase abgebrochen ist, aber da werde ich, denke ich mal, irgendwo hier das fehlende Teil finden und werde es mal zusammenkleben. Und ja, was soll ich sagen? So ungefähr sieht das Ganze dann mal später aus, wenn da dann noch ein Rad kommt. Oh, da winkt mit der Eisenbahnschwelle. In Ausgabe Nummer 37 fangen wir nämlich damit an. Da könnt ihr sehen, wir bekommen in Ausgabe 37, das nächste Rad. Dann geht es um Elemente des Mitteltunnels.
Dann gibt es die Innenraumverkleidung und unsere Mittelkonsole. Beziehungsweise, ja, wie nennt sich du das hier? Mitteltunnel. Okay, also ich sage dazu Mittelkonsole. Ja, also denke ich mal, ist der Motor soweit damit abgeschlossen. Und wir bewegen uns nach vorne in unserem Modell. Schauen wir mal. Aber ja, wir fangen das nächste Mal erstmal wieder an mit einem nächsten Rad. Das soll es aber für heute erstmal gewesen sein. Wenn euch das tolle Objektmodell anspricht, gefällt und ihr habt da Bock drauf, gerne unten in der Videobeschreibung abonnieren bei Hi-Hat Collections und mit uns zusammenbauen. Ja, das ist wirklich ein schönes Auto. Wird ein schönes Auto. Ist ein schönes Auto. Ja. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst dem gerne einen Daumen nach oben da. Ein Abo, wenn ihr es noch nicht getan habt. Dazu die Nachrichtenglocke, dann verpasst ihr kein weiteres Video von uns. Und ja, genau, richtiges Stichwort. Uns. Schaut auch gerne bei Patrick die Videos vorbei. Und ja, seid gespannt, wie es demnächst weitergeht auf dem Kanal. Bis dahin, bleibt gesund, macht's gut, bleibt uns treu und bis zum nächsten Mal.